Hallo miteinander, heute schauen wir uns mal an, was der gute Xur zu bieten hat. Den finden wir diese Woche auf Nessus. Dafür gehen wir einfach in den Director oben rein und können hier oben ihn sehen. Der ist beim Wächtergrab, das heißt, wir nehmen auch direkt hier die Landezone. Um zu Xur hinzukommen, muss man hier auf diesen Baum raufklettern. Das geht am einfachsten, wenn man hier hinten auf so einen kleinen Vorsprung hüpft. Genau, hier ist der Vorsprung. Und am besten könnt ihr hinten hoch. Hopp, einfach hier nach oben. Von da aus kommt man locker auf den Baum rauf. Und da steht der Gute schon. Dann schauen wir mal, was er hat. Gut, also er hat die Unbarmherzig, beziehungsweise die Merciless. Das ist ein Fusionsgewehr. Er hat für den Jäger eine Brustplatte. Die Brustplatte ist für den Arcus-Fokus. Für den Titan Armschienen, die sind für den leere Fokus. Und natürlich dann auch passend zum Warlock die Flügelchen. Die sind wiederum für die Dämmerklinge. Schauen wir uns erstmal Merciless bzw. Unbarmherzig an. Die Waffe hat auf jeden Fall schon mal einen richtig tollen Perk. Bei nicht tödlichen Treffern mit Projektilen lädt die Waffe schneller auf, bis sie einen Spieler in Killer zielt. Also das ist richtig toll, weil damit kann man super, super toll Elite-Gegner wegschnetzeln. Und nachladen sofort nach einem Killer erhöht den Schaden für eine kurze Zeit. Das heißt, das Ding hier solltet ihr unbedingt mitnehmen, wenn ihr Raids spielen wollt, Dämmerungszweig spielen wollt, also die höheren PvE-Aktivitäten. Ist auch super für öffentliche Events. Einfach nur, weil das Ding wirklich die großen, fetten Gegner richtig schön wegschnetzelt. Solltet ihr unbedingt eure Marken investieren. Das kostet jetzt hier 29 Bruchstücke. Ist also richtig super. Dann schauen wir Reidenflux rein. Reidenflux macht schnellere Angriffe in Folge mit dem Arkusstab, erhöhen die Schadenswirkung und Dauer. Hier dasselbe. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr Jäger spielt, wenn ihr im PvE das spielt, ist es richtig toll. Im PvP weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube, das ist nicht so toll. Da müsstet ihr wirklich schauen, dass ihr dann an den Gegner rankommt. Beim Titan. Titan-Armschienen, Schildexplosions-Nahkampf-Kills, laden Schildwurf auf, Nahkampf-Kills-Fähigkeiten, laden Sentinel-Superschild auf. Könnt ihr sowohl mit dem Aggressor-Spec spielen, als auch mit dem normalen. Gerade im normalen Spec hat man ja das Problem, dass man da eher weniger Schildwurf kriegt. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt als Top-Priorität sehen. Also da ist auf jeden Fall hier die Unbarmherzig schon wichtiger. Und die Flügel der heiligen Morgendämmerung, die werde ich mir jetzt gleich noch holen. Die ist eben, wenn die Dämmerklinge ausgerüstet ist, bleibt man beim Zielen mit der Waffe in der Luft hängen und Präzisionstreffer erhöhen die Dauer des Effekts. Ja, also ich sag mal auch, sehen richtig schön aus. Ich denke, es gibt auf jeden Fall bessere Exotics dafür. Könnt ihr aber mitnehmen, wenn ihr sonst nichts Besseres habt. Ist ja immerhin alles auf 270 Licht. Ansonsten hat Xur nichts mehr dabei. Er hatte ja mir eins Sparrows, sonstige Sachen. Die gibt es hier leider nicht. Wenn ihr das Video toll fandet, wenn es euch geholfen hat, lasst doch bitte ein Like da. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.